Traumhaftes Flusstal. Na toll, mega geiler Canyon, gut, dass wir nicht über den Baumstamm da unten drüber müssen. Nette. Da geht's runter. Unglaublich. Jetzt hoffe ich nur, dass ich heile unten ankomme. Eieiei. Eieiei. Oh, was sehe ich? Eine Hängebrücke. Da nehme ich euch doch jetzt mit rüber. Ah, mal einen Druckauslager gleich machen müssen mit den Ohren. Eieiei. So, jetzt muss ich die Stöcke noch verstauen. Sorry vor das Gewackel. Und dann gehen wir darüber. Wieder so eine lange. Shit, mir wird doch immer seekrank. Hui. Ich glaube, ich muss euch wegstecken. Sorry. Sorry. Ja, jeder versucht es so schonend wie möglich hinter sich zu bringen, die Matschepampe hier. Das gelingt natürlich eigentlich so gut wie gar nicht. Ist halt eine eigene Challenge. Glubber, glubber, glubber. Oh, ich hab's geschafft. Glückwunsch, ach, ihr habt es gar nicht gesehen. Und ich höre Wasserplätschern. Gut, der lange Anstieg ist ein Stück davon zumindest geschafft. Und da unten gibt es Wasser und eine Pause, weil es warm, anstrengend, aber toller Weg und gleich gibt es auch mega schöne Ausblicke. Das habe ich im Gefühl. Sehr rockig alles. Also man muss wirklich bei jedem Schritt aufpassen, wie man geht. Nasse Füße durch den Fluss sind wir auch schon. Also die Schuhe, Füße, alles nass. Aber das trocknet auch wieder. Außerdem ist es fast schon bei der Hitze angenehm. Wenn man nasse Füße hat, dann bleiben wenigstens die Füße cool. Ach, ja. Thank you.
Oh, das war jetzt schon eine Rutschpartie. Und hier geht es immer noch weiter. Das ist nicht einfach und auch nicht schön. Ich erinnere mich daran, das war schon 2019 eine mega Herausforderung. Oh, Sterne. So, jetzt mal auf den Stein. Stein ist immer gut zum Bremsen. Auf den nächsten. Und dann hier ins Geröll. Vielleicht am Ärmel. Ich werde es doch noch schaffen. Seht ihr, wo der Weg lang geht? Das ist eine Rutschpartie hier. Aber eine echte. Manche gehen da ja ganz souverän, zack, 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 zack. Aber ehrlich gesagt, ich als elderly people, und mein Knie ist ja schon dick, muss ja nicht noch was dazu tun. Aber gut, jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher, ne?